Weil es ein wunderschöner Ort ist da am Malensee. Ich geniesse damit gerne einen Kaffee oder einen Drink, sitze irgendwo hin, geniesse das Panorama. Ich bin aber nicht der Einzige, der da ist, weil ein schöner Wochenende sind aber Tausende von Leuten aus den Nachbarkantonen oder aus dem Fürstentum Liechtenstein, die da verweilen. Attraktiv kann man hier schauen, dass es auch tatsächlich so ist. Ambitioniert und naturnah. Eben wenn man den Blick schweifen lässt, sieht man, dass das sehr gut. Natürlich die Geburt meiner drei Kinder und dann hier als Gemeindepräsident auch die Situationen, wenn ich mich treffe mit der Bevölkerung, angenehme Gespräche führen mit ihnen oder auch wenn ich im Wandern bin und speziell wenn ich im Schlitteln bin, im Wallenstadtberg. Ich bin stolz, dass der Bürger der Urne grünes Licht gegeben hat für die Realisierung der Hallen im See. Das Spezielle dieser Hallen im See ist, dass sie eine Bühne hat, die man einerseits gegen innen nutzen kann und man kann sie öffnen und dann hat man das wunderbare Panorama vom See vor sich. Dann ein zweites wichtiges Projekt hat man auch realisieren und das ist die Erweiterung vom Obstadt-Schulhaus. Und mit diesem Projekt haben wir jetzt eine Weile Ruhe bei Schulhaus Butte. Ich bin im Glarnerland aufgewachsen und ich habe in der Sommerferien nach Flums zu meiner Tante und Onkel in die Ferien. Sie haben mich dann mitgenommen, hier am Wallensee, um zu wedeln. Und der Höhepunkt war, wenn ich auch ein Glas geniessen da am Strand. Dass sie sich nachhaltig weiterentwickelt. Nachhaltig ist, dass man einem bestehenden Sorge hebt dort. Und dass man auch neuem positiv gegenübersteht.